Hallo zum Tageshoroskop vom 19.08. bis zum 21.08.2022. Wir schauen hier, wie die kosmische Situation an diesem Freitag ist und für das Wochenende. Ja, und dann legen wir gleich auch wieder los. Und zwar haben wir hier die Sonne immer noch im Löwen und weiterhin mit dem Asteroid Amor zusammen. Das heißt, es geht immer noch viel um Liebe oder auch um Prüfungen in der Liebe, weil der Saturn ja auch da noch weiterhin langsam verschwindet in der Opposition, aber das kann also noch eine Thematik sein. Auch hatten wir sehr viele Todesfälle in letzter Zeit, also auffällig viele Todesfälle und also von Prominenten jetzt besonders. Und auch das kann sich dann natürlich so zeigen. Aber auch hier verschwindet, wie gesagt, diese Spannung langsam. Ja, und dann haben wir dazu heute den, also wie gesagt, immer noch natürlich viele, ja, Liebesenergien oder auch Liebe mit ja, gegen Konventionen vielleicht, die hier gelebt werden möchten. Oder mit Altersunterschied, wie gesagt, halt auch. Und dazu haben wir den Mond hier im Zeichen Stier. Und zwar den halben Tag bis kurz nach zwei. Und dann wechselt der Mond hier in die Zwillinge und dann wird es quasi quirliger und kommunikativer und die erste Tageshälfte ist dann etwas ruhiger und vielleicht sind dann finanzielle, materielle Themen mehr von Bedeutung oder man kümmert sich um Sicherheitsthemen oder man sucht vielleicht auch die Sicherheit. Ja, und die zweite Tageshälfte dient dann dazu, quasi Informationen auszutauschen. Alles findet hier ja so ein bisschen hinter den Kulissen statt vielleicht, weil der Mond hier im Mitternachtshoroskop in das 12. Haus fällt. Und die Häuser haben ja immer bestimmte Themen, die ich ja hier nicht einzeln, also quasi nochmal erkläre, sondern das dann quasi mit einfließen lasse. Ja, und der Aszendent bleibt hier im Zeichen Zwillinge und bringt hier Kommunikation und ja, Informationsaustausch und auch viel Beweglichkeit mit dem Herrscher Merkur weiterhin im Zeichen Jungfrau, bleibt es kritisch, bleibt hier die Möglichkeit, viel zu analysieren. Ja, und der Merkur geht hier in die Spannung zu Neptun, die jetzt zunimmt und die am Sonntag dann exakt wird. Und das bringt also quasi besonders zunehmend jetzt auch dann am Samstag, aber vielleicht auch heute schon und am Sonntag dann ja Täuschung und Betrug oder unklare Kommunikation, unklare Nachrichten oder Nachrichten in Spannung zu Wasser. Auch das ist natürlich auch eine Thematik, die wir gerade beobachten. Also kritische Situationen, die sich im Kontext von Wasser, oder Wasserknappheit auch, ja, abspielen, weil Neptun ja rückläufig ist hier im Zeichen Fische. Ja, also das sind so einige Themen und auch was den Handel angeht, natürlich kann sich hier was abzeichnen, was Schwierigkeiten bringt. Ja, und dann haben wir noch weiterhin die Verbindung von Venus und Neptun, die langsam abnimmt. Venus hier weiter am IC, also Motivation hier ist aktuell, ist die Liebe oder sind Finanzen oder Beziehung. Und die Venus, wie gesagt, in der günstigen Verbindung zu Jupiter noch, die hier Reisen mit Finanzen verbindet oder Reisen aus Liebe oder große Liebe einfach auch anzeigt, Glück in der Liebe. Und außerdem natürlich Schwestern, Töchtern oder Tanten oder Wagen und Stiere hier mit Reisen verbinden könnte. Oder ansonsten auch Glück für diese Personengruppe anzeigen könnte. Aber halt auch eine Fülle an Ärger. Das wäre natürlich auch eine Variante, die sich hier zeigen kann. Also wenn es hier im Hintergrund klopft, dann bitte ich das zu entschuldigen. Meine Nachbarn sind hier am Arbeiten. Ja, und das kann natürlich auch sportliche Begegnungen anzeigen, also Begegnungen beim Sport hier, eine Fülle an Begegnungen auch, das wäre auch noch möglich, aber natürlich auch, wie gesagt, in erster Linie ein sehr schöner Liebesaspekt, das große Liebesglück. Ja, und dann haben wir den, also das ist jetzt langsam abnehmen, kann aber halt noch wirken, und der Mond, der wird dann morgen am Samstag auch hier im Zeichen Zwillinge bleiben und auch am Sonntag, den ganzen Tag hier, noch im, weiterhin durch den
durch dieses Luftzeichen Zwillinge gehen und dann dementsprechend also weiter in viel, viel Gesprächsbedarf bringen, viele Informationen, interessante Neuigkeiten. Man informiert sich über Verschiedenstes und ist auch einfach mehr unterwegs. Und das ist auch so ein bisschen so eine lockere Wahrnehmung des Ganzen. Also man geht da nicht so in die Tiefe, sondern so eine Leichtigkeit, so eine flirtige Energie, so eine also ja, eine Neugierde vielleicht auch. Also das ist eine schöne sommerliche Energie, die der Mond hier bringen kann. Und am Samstag wechselt dann der Mars hier, der hier noch im Zeichen Stier ist, der wechselt dann am Samstag in die Zwillinge und bleibt dort sehr, sehr lange. Und zwar außergewöhnlich lange, weil er rückläufig wird, auch noch zwischendurch, und dann bleibt er insgesamt knapp ein halbes Jahr in den Zwillingen. Und das bringt also die Kommunikation von Zielen, aber bringt natürlich auch ja, Egoismus in die Kommunikation, aber auch ja, Mut natürlich und neue Initiativen werden hier kommuniziert und geplant. Und auf der negativen Seite kann der Mars natürlich auch immer Streit anzeigen, der dann auf der verbalen Ebene hauptsächlich stattfindet oder auch ja, Auseinandersetzungen, die, wie gesagt, dann hier sehr so eine zersplitternde Energie haben in den Zwillingen. Und ja, es läuft einfach viel Energie in die Kommunikation, in den Handel, in die Beweglichkeit, in den Verkehr. Und gesund, also astromedizinisch bedeutet das zum, oder kann das auch heißen, weil Mars ja auch für Entzündungen steht, dass dann speziell Atemwegserkrankungen eine Rolle spielen derzeit, weil Zwilling ist ja das Zeichen der Atmung und auch der beweglichen Gliedmaß, also was die Kommunikation betrifft. Also man kommuniziert ja auch mit den, also man gestikuliert ja in der Kommunikation auch stark. Also das heißt, es kann auch sein, dass hier in den Bewegungsapparaten Entzündungen stattfinden. Also das wären so die negativen Varianten, wenn man vielleicht nicht die richtige Form der Kommunikation findet oder nicht das artikuliert, was man sagen möchte, weil eine Krankheit will ja eigentlich immer den Weg aufzeigen. Ja, also jetzt wird hier noch gebohrt ein bisschen, also machen wir auch gleich schon Schluss. Am Sonntag haben wir dann auch den Mond ja hier und das ist hier quasi der Rausschmeißer zum Wochenende. Und der Merkur, der geht hier in Spannung zum Neptun, ist dann exakt am Sonntag und geht dann auch noch ins Trigon hier zu Pluto. Und das kann also Täuschungen anzeigen oder Sehnsüchte. Man spricht über Sehnsüchte in Verbindung mit Bindungsabsichten. Oder Verträglichkeiten, Erbschaften können hier mit Unklarheiten versehen sein. Also, das kann hier eine Thematik sein. Viel Leidenschaft auch in den Gesprächen und das Ganze hier mit Sehnsüchten verknüpft. Also Ergebnis dieser Zeit noch ganz schnell ist der Uranus und das passt hier wieder zu dem Krach. Also Uranus ist nämlich hier das, also als Ergebnis haben wir hier Unruhe und oder Veränderungen, die hinter den Kulissen stattfinden. Hinter den Wänden, wie bei mir hier. Gerade heute. Ja, also dann wünsche ich dir einen schönen Freitag, ein tolles Wochenende. Freue mich natürlich wie immer über Liken, Teilen, Abonnieren und meinen. Ja, also wenn man Kontakt zu mir aufnehmen möchte, ganz einfach hier die Mailadresse, kann ich jedem nur ans Herz legen, eine Beratung zu buchen. Das kann einem hier jetzt natürlich in dieser Krisenzeit besonders helfen, weil man dann weiß, wo die Sterne günstig stehen, für welche Vorhaben und welche Themen überhaupt anstehen. Ja, also, dann wünsche ich ein schönes Wochenende und bis Montag. Tschüss.